Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe und unser Anfang stehen im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der das Werk seiner Hände niemals preisgibt. Die Osterzeit ist Freudenzeit. Jauchzen und Jubel über Gottes Liebe zu uns. Derzeit bleibt uns der Jubel schon mal im Halse stecken, weil wir feststellen müssen, dass die Corona-Pandemie viel, viel länger dauert, als wir jemals glauben wollten. Sie wird unser Leben beeinflussen und beeinträchtigen. Und dennoch stimmen wir in den Jubel Gottes ein. Ich begrüße Sie herzlich zu Zeitpunkt Trost. Ich bete mit Worten des 66. Psalms. Jauchzet Gott, alle Lande, Lob singet zur Ehre seines Namens, rühmet ihn herrlich, sprecht zu Gott, wie wunderbar sind deine Werke. Deine Feinde müssen sich beugen vor deiner großen Macht. Alles Land bete dich an und Lob singe dir, Lob singe deinem Namen. Kommt her und sehet an die Werke Gottes, der so wunderbar ist in seinem Tun an den Menschenkindern. Er verwandelte das Meer in trockenes Land. Sie konnten zu Fuß durch den Strom gehen. Darum freuen wir uns seiner. Er herrscht mit seiner Gewalt ewiglich. Seine Augen schauen auf die Völker. Die Abtrünnigen können sich nicht erheben. Lobet ihr Völker unseren Gott. Lasst seinen Ruhm weit erschallen, der unsere Seelen am Leben erhält und lässt unsere Füße nicht gleiten. Amen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Beim Friseur blättere ich schon mal gerne in Zeitschriften, bilde mich in Mode, Lebensberatung, Diäten, Klatsch,
und Königshäusern. Besonders spannend finde ich so Vorher-Nachher-Geschichten und Bilder. Entweder wird einer Frau ein völlig neuer Look verpasst, Frisur, Make-up, Kleidung, oder ein Wohnzimmer bekommt neue, alte Möbel oder das Bad wird angestrichen. Aus der grauen Maus wird dann auf einmal das schicke Model mit Zahnpasta-Lächeln und aus dem ollen Badezimmer entsteht die Wellness-Oase. Alt wird neu. Davon träumen wir doch alle schon mal, dass wir das Alte, das uns beschwert und lästig ist, ablegen können, um Neues zu beginnen. Ohne die Last des Vergangenen, dass wir ein neuer Mensch werden können, neu anfangen dürfen. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden, schreibt Paulus im zweiten Brief an die Gemeinde von Korinth. Es ist etwas geschehen, sagt Paulus, mit Christus ist eine neue Zeit angebrochen. Diese neue Zeit ist etwas anderes als der Kreislauf von Werden und Vergehen. Diese neue Zeit trägt den Namen Versöhnung. Mit Gott versöhnt zu sein bedeutet, ein neues Leben zu beginnen. Durch die Taufe, die uns alle verbindet, gehören wir zu Jesus Christus, der für uns gestorben und auferstanden ist. In der Taufe haben wir den alten Adam, den alten Menschen, abgelegt. Kann man das sehen? Können wir Christinnen und Christen erkennen? Sehen sie erlöster aus als andere? Zunächst mal, wir alle bleiben Menschen, auch wenn wir zu Jesus Christus gehören. Wir tragen weiterhin unsere Last. Auch Christinnen und Christen werden krank, arbeitslos und einsam, sind traurig und müssen sterben. Aber Gott hat unserem Leben einen Sinn gegeben, den wir uns gar nicht erst mühsam erarbeiten müssen. Er nimmt uns in der Taufe an, so wie wir sind. Und wenn wir unseren Glauben ernst nehmen, dann bleiben wir nicht so, wie wir sind. Ja, wir bleiben Menschen. Nein, wir werden keine Übermenschen. In Christus zu sein, bedeutet, ein neuer Mensch werden zu können. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder. Wir brauchen kein Vorher-Nachher und auch keine Stilberatung, um ein neuer Mensch zu werden. Wir können es jederzeit werden und sein. Vor allem können wir es zeigen, mit einem Lächeln, einem guten Wort und hilfsbereiten Gesten. Das Alte ist vergangen. Amen.
Lasst uns beten. Treuer Gott, ich möchte gerne glauben, dass mit Christus eine neue Zeit angebrochen ist. Ich möchte glauben an die heilende Kraft der Versöhnung. Ich möchte mich nicht abfinden mit Hass, Menschenverachtung und Gewalt. Gib mir Kraft, Gott, die nötigen Schritte zu tun. Gemeinsam beten wir weiter, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Geht mit dem Segen unseres Gottes. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch Frieden. Amen.